Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben einen Gast. Einen ganz haarigen Gast. Die gerade schaut, weil Alex gerade die Tür rausgegangen ist. So dieser sehnsüchtige Blick. Wo bist du? Ja, warum ist Maya heute dabei? Weil wir von Zoria eine Box haben. Und zwar habe ich die Schatzkiste bestellt und habe mir gedacht, die packe ich mit Maya aus. Packen wir die aus? Ja. Ja, genau. Die machen wir jetzt miteinander auf. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Die Glau-Gewinnspiele dürfen online sein, das Boxen-Gewinnspiel. Mal gucken, was noch. Je nachdem, wann das online kommt, aber das Boxen-Gewinnspiel ist auf jeden Fall immer online. Wir machen einmal auf. Es ist auf jeden Fall ein sehr großer Karton. Gehen wir mal sehen. So ein großer Karton. Oh, so ein großer Karton. So ein großer Karton. So, Vorsicht. Und dann haben wir, der große Karton wird gleich auf den Boden geworfen. Huch. Zwei Sachen hier drin. Und zwar einmal Meat Lovers Pure Beef. Super Premium Quality von Yosera. Pet Food with Passion. Sieht auf jeden Fall nach Fleisch aus. Und was sagst du dazu? Machen wir jetzt natürlich nicht auf. Also Dosenfutter bleibt natürlich zu. Da sind bestimmt ein paar Leckerlis drin. Nehmen wir mal auf. Die gibt es übrigens für Katzen auch. Die Box 14,95 glaube ich hat sie gekostet. Sowohl Katze als auch Hund. Und da dürften, ich glaube, 10 Produkte drin sein und in der Katzenbox 11 oder 11 und 12, irgendwie sowas. So sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal aus. Riechst du schon was? Den Karton aufschlägt. Dann haben wir hier einmal ein Gewinnspiel von Zoo Royal und einmal die Produkte. Und ich würde sagen, fangen wir gleich an, weil sonst wird Maya ungeduldig. Das erste, was wir hier haben, ist von Aumüller runde Spielzeugfrettchen mit Dinkelpelz und Knisterfüllung aus ökologischer Herstellung, täglich frisch gefüllt. Wo kennen wir mal? Tiergerecht ohne Quietschi. Sehr schön, weil es ist tatsächlich schwer, Hundespielzeug ohne Quietschi zu finden und es soll ja die Tierschreie imitieren und das ist natürlich ein bisschen grauenvoll, deswegen. Aumüller Frettchen mit Dinkelpelz-Knisterfüllung. Jetzt wird's wild. Leidenschaftliche Jäger werden dieses witzige Frettchen gefüllt mit Dinkelpelz lieben. Das knisternde Spielzeug animiert zum Toben und Spielen. Die perfekte Beute. Nix für dich. Müssen wir nachher mal werfen, weil dann wird es auf jeden Fall als Spielzeug nutzen, aber jetzt erstmal wahrscheinlich. Fühlt sich komisch an, gell? Mit dem Fell. Ja, mit Fell hocken wir noch nicht. Du lieber die Nudel. So, dann holen wir gleich was raus, was sie testen kann. Und zwar von Zoreal Monoprotein Hühnermägen. Ohne Zucker und ohne Getreide. Ganz gut, weil Getreide vertragt man ja nicht, das wissen wir. Mal gucken, ob sie das mag. Sehr zügig. Erst in Mundnehmung die Kamera schauen. Du bist ein eindeutiges Kamerahündchen. Aber scheint zu schmecken. Am Anfang ein bisschen vorsichtig, aber scheint zu schmecken. Genau, wir lesen hier noch einmal durch. Zoreal Hühnerhälse, Hühnermägen 100 Gramm sind das. Wilde Hühner, dieser geschmacksintensive Snack sorgt für ein natürlich knackiges Kauvergnügen ganz ohne Getreide. Perfekt für die kleinen Verwöhnmomente zwischendurch. Entdecke einen der zwei spannenden Sorten. Was ist da der Unterschied? Was sind das für Sorten? Keine Ahnung. Ach ja, Hühnerhälse hätte es noch gegeben. Wir haben Hühnermägen. Aber scheint gut zu sein. Maya guckt schon, die will anscheinend noch was. Aber nein, wir haben noch mehr Mausi, wir haben noch mehr. Das nächste, was wir hier drin haben, ist auch wieder ein Spielzeug, was ich sehr cool finde. Ich hoffe bloß, dass es nicht zerkaut. Und zwar ist das ein Spielzeug, wo man hier hinten Leckerlis reintun kann. Das ist sehr cool, sowas haben wir nämlich noch nicht. Und zwar ist das von Trixie ein Snack-Spielzeug. Ist auch deins. Ja, alles deins. Trixie Snake Snack. Snacks für alle. Dieses aufregende Spielzeug in Schlangenform ist aus zahnfreundlichen TPR gefertigt und lässt sich leicht... Das mag sie anscheinend lieber als die. Lieber als das Frettchen. Ist das cool? Ist das cool? Darf man da noch Goodies nachher einnehmen? Dann kannst du das rauspulen. Genau, jetzt. Snacks für alle. Dieses aufregende Spielzeug in Schlangenform ist aus zahnfreundlichen TPR gefertigt und lässt sich leicht mit Pasten und Leckerlis befüllen. Ideal für ein ausdauerndes Spielvergnügen. Cool. Da freut sie sich. Ich sehe schon. Dann haben wir was Kleines. Das nehme ich gleich raus. Das werden wir auch gleich probieren.
Und zwar Sammys ist das. Fitnessschnitte mit Äpfeln und Blaubeeren. Das haben wir schon gefunden, oder? Proteinriegel to go für Sportskanonen. Den machen wir jetzt trotzdem auf, oder? Gucken wir mal. Danke. Du musst das schon gescheit nehmen. Sei nicht immer so zügelig. Und zwar ist das Fitnessschnitte mit Äpfel und Blaubeeren, 25. Ist das jetzt schon weg? Okay, scheint gut zu sein und schnell weg zu sein. Ein kleiner Proteinriegel to go für besonders aktive Abenteuer. Der köstliche Single Animal Proteinriegel liefert wertvolle Energie für einen langen, aufregenden Tag in der Natur. Ist gut, oder? Kann man lassen? Gut, ja. Dann haben wir etwas Kleines, das lassen wir aber auch wieder zu, und zwar von Animonda vom feinsten Edel mit Pute und Schinken. Das ist aber eher so für kleine Hunde, das mischen wir einfach mit ihrem Trockenfutter, weil normalerweise hat sie kein Nassfutter, genauso wie das aus der Dose. Animonda vom feinsten Edel Schlemmers Kern mit Puten und Schinken, 150 Gramm, wilde Schlemmerei. Echte Abenteurer brauchen ab und zu auch was Besonderes. Diese feinstückige Pastete mit Schlemmerkern sorgt für zarten Fleischgenuss. Kann ich jetzt nicht sagen, aber normalerweise, sie ist ja eigentlich fast alles. Bis auf die letzte Zeit ist ein bisschen mäkelig, was Trockenfutter betrifft. Da frisst sie nur noch das teure Antiallergikerfutter tatsächlich. Weil wir ein anderes aufbrauchen wollten und haben ihr das dann gegeben, hat sie tatsächlich nicht gegessen. So, dann haben wir wieder was zum Gleichprobieren. So real saftige Würstchen, reich an Fleischgeflügel. Na, Frischgeflügel, ja. Mit 65% Frischgeflügel, ohne Zucker und auch wieder ohne Getreide. Wusste ich gar nicht, dass Zoreal so viel hat ohne Getreide. Das ist mir nämlich auch nicht so leicht, dass man ohne Getreide was findet. Ach, wie riecht. Ja, nein, vielleicht. Ja, der ist tschüss. Die sind langsam, also ganz vorsichtig. Darf ich es essen? Darf ich es nicht essen? Sie hält es. Kann ich es nehmen? Sie wartet immer auf die Bestätigung. Zoreal saftige Würstchen 60 Gramm. Bei diesem köstlichen Hundesnack wird jeder wild. Mit 65% wohlschmeckendem Frischgeflügel für ein besonderes fleischiges Geschmackserlebnis. Scheint ihn auch zu schmecken, war auch sehr schnell weg. Dann nehmen wir wieder eine Dose. Haben wir hier von Moon Ranger Lang mit Pastinake und Brombeeren. Und Schwarzkümmel und Naturkräuter. Ein Single-Protein. Spirit of the Wolf. Ohne Getreide auch wieder, finde ich sehr gut. Moonranger Lamm mit Pastinake. Haben wir viel zu mischen die nächste Zeit. Lamm mit Pastinake und Brombeeren, 400 Gramm sind es. Wilder Streifzug. Dieses Nassfutter macht das Napferlebnis eine ganze Spur aufregender. Schmackhaftes Fleisch, saftige Beeren und frische Kräuter. Entdecke die perfekte Mahlzeit für deinen Outdoor-Buddy. Bist du ein Outdoor-Buddy? Bitte ein Outdoor-Buddy? Mein kleiner Outdoor-Buddy? Ja, du bist mein kleiner Outdoor-Buddy. Ja, werden wir probieren. Bin ich gespannt. Dann nehmen wir wieder was du probieren kannst. Oder nein, nehmen wir es das. Das machen wir nämlich jetzt noch nicht auf. Ein Futter. Ich hoffe, da ist kein Getreide drin. Super Premium Quality Belcando Dog Food Adult GF Beef. Rezeptur ohne Getreide. Sehr gut, danke. Adult von XS bis XL. Ja, du bist M oder L. So groß bist du nicht, gell? L. Maximal. Holistic Nutrition, beste Proteinqualität, 25% pflanzliches Eiweiß und 75% tierisches Eiweiß. Beste Proteinqualität, frisches, frisch verarbeitet, extra frisches Rind und Superfoods Grillamaranth. Werden wir trotzdem wahrscheinlich so als Leckerli verwenden, weil wir haben ja das andere als Futter da. Finde ich aber toll, so zum Testen auf jeden Fall nicht schlecht. Belcando Adult GF Beef, 1 Kilogramm, hier gibt es Frischfleisch. Viel proteinreiches Rind sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis. Für sensible Abenteuer. Mit Amaranth ist dieses Trockenfutter ideal für Hunde mit Getreideunverträglichkeit. Also für die, gell? Das ist was für die. Das ist was für die. Und extra für die Erregung. So, dann wieder was Neues. Happy Dog, da hatten wir schon was. Aber das war mit Weizen, das hat sie nicht vertragen. Es ist getreidefreie Rezeptur. Finde ich toll, werde ich wieder kaufen, die Schatzkiste, wenn alles ohne Getreide ist, finde ich mega, mega gut. Bleibt länger frisch. Happy Dog Meat Snack Allgäu Rind aus kontrollierter Herkunft, getreidefreie Rezeptur ohne Zuckerzusatz. Oh, das war so wenig, gell? Nochmal. Scheint auch zu schmecken. Ja, die scheint auch zu schmecken. So, wir lesen einmal durch. Happy Dog Meat Snack Allgäu 75 Gramm.
Fleischige Auszeit. Ihr klimmt gerade zwar nicht die Alpen, aber braucht trotzdem einen Energieschub. Dann belohne deinen Weggefährten mit einer extra Portion Rindfleisch. Dieser herzhafte fleischige Snack ist auch ideal für sensible Hunde. Passt. Wieder für dich. Also, wer sensible Hunde hat, kann die Box auf jeden Fall auch bestellen. Und wie gesagt, sie ist normalerweise wirklich sensibel, was Essen betrifft. So, dann haben wir Tena Canis Getreidefrei Wild mit Kartoffel, Apfel und Preiselbeere. 55% Fleisch, 100% Lebensmittelqualität, 100% Natur. Ja, du kriegst gleich noch was. Tena Canis Getreidefrei Wild mit Kartoffeln, Apfel und Preiselbeeren, 200 Gramm. Wildes Geschmackserlebnis, dieses zu 100% natürliche und artgerechte Futter, bietet deinem Buddy eine saftige Fleischmahlzeit. Für neue Kräfte nach einem anstrengenden Outdoor-Trip. Ja, also wir haben jetzt 4 Nassfutter dabei, was ich sehr gut finde. Wir haben ein Trockenfutter dabei, 2 Spielzeuge und sehr, sehr viel Leckerlis. Denn wir haben noch eins, da bekommt ihr auch gleich eins. Snack-O-Mio, knusprige Kaninchenohren an Entenbrustfilet. Extra viel natürliche Rohstoff ohne Zuckerzusatz. Ist da Getreide drin? Genau, und zwar Snack-O-Mio, Kaninchenohren, Entenbrustfilet, 70 Gramm. Wild und knusprig, genau das Richtige für deinen Gassi-Kumpel. Die Kaninchenohren und Entenbrustfilet sorgen garantiert für einen natürlichen Kauspaß. Ja, und da bekommen sie natürlich auch jetzt eins. Was ist denn? Du darfst schon kauen. Du sitzt immer da und schaut. Ja, und das war's tatsächlich, das was alles in der Box war. Wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Nassfutter, einmal ein Trockenfutter und 1, 2, 3, 4, 5 Snacks für den Hund und dazu auch noch 2 Spielzeuge. Also bitte. Kann man sich nicht beschweren für 14,95 oder 14,99? Auf jeden Fall 15 Euro knapp. Mega! Mega begeistert. Also die wird auf jeden Fall wieder bestellt. Jetzt weiß ich auch, warum die immer so schnell ausverkauft ist. Gott sei Dank habe ich die so schnell gesehen. Du kriegst jetzt dein Spielzeug, gell, weil das war jetzt genug Leckerlis. Nicht, dass du auseinandergehst wie eine Kugel. Aber sie hat tatsächlich die letzte Zeit eh ein bisschen schlecht gegessen. Ja, genau. Und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Mal gucken, ob ich da Werte dazu finde. Dann blende ich euch die Werte mit ein und werde euch auch den Gesamtwert mit einblenden. Also gelohnt hat es sich bestimmt, weil ich glaube auf jeden Fall, dass das mehr wie 15 Euro wert sind. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vor allem, wenn ihr Maya genauso liebt wie ich und genauso süß findet. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und auf den Abonnieren-Button würde mich sehr freuen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich mal mehr Videos mit Maya machen soll, weil dann überlege ich mir was. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!